Das hast du früher mal gesagt. Ich habe Anknuspern gesagt? Ja. Nee. Hell am I? In Spanien. Das komischerweise eher aussieht wie Transsilvanien. Aber vielleicht stellen sich die Leute in Japan das so vor. Bam! Wirklich auch ein wenig an diesen einen Horrorfilm aus Spanien von 2000. Ich weiß nicht, was waren 2000? Von denselben Typen, die auch Reanimator gemacht haben. Kennst du den, Eike? Dagon? Hä? Kennst du den Film? Nein. Woher denn? Da haben sie einfach die Story von wie heißt das? Schatten über Innsmouth nach Spanien versetzt. Im Abocca. Nee, La Boca? Nee, wie ist das? Wie hieß das Dorf da, glaube ich. War ganz okay, der Film. Aber leider war der Hauptdarsteller ein bisschen zu doof. Teilweise. Wirkte ein bisschen wie so ein schussliger Herbert West. Auch von außen her. Nein! Ah! Warte mal, machen wir wieder die Nummer mit den hier anknuspern? So, brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich habe volles Leben. Oder wir machen mal hier... Ja. Warte mal, kann ich auch den treffen? Achtung! Doppelkill? Zählt das, oder was? Ja, ja. Verdammt, ich wollte ihn eigentlich sterben. Haben die sich gerade in die Luft gesprengt? Was? Kommt der denn her? Ach, das ist immer der gleiche? Ja. Das braucht ja ein bisschen lang zum Nachladen, das Teil. Deswegen wirst du es ja auch nicht benutzen. Ist er gerade über sie selber gestolpert? Schrotflinte, Dechan, Schrotflinte. Anstatt die Schrotflinte anstatt. Ich hab die Schrotflinte auch gar nicht dabei. Und du hast deinen letzten Freebie loslassen. Du bist schon wieder nachgeladen. Achtung! Oh, das war Verschwendung. Das muss ja eigentlich explodieren. Ist gescriptet, dass das erst explodiert, wenn es zerschießt oder es wirft. Ja, komm. Oh Mann, ey, du spielst. Nee. Ja, und dabei habe ich auch leider Warte, da ist noch einer. Okay, nach dem Kampf darfst du nachladen. Wenn wirklich alle Gegner tot sind, dann darfst du alle Waffen nachladen. Aber hab ich dir Erlaubnis? Warte mal, ich glaube, da oben sitzen sie. Da könnte ich theoretisch mit den Scharfschützengewehr. Hast du aber nicht. Habe ich nicht, aber die normalen Waffen sind eigentlich auch ganz gut aus der Entfernung. Problem ist natürlich immer werfen. Ist natürlich immer. Wie heißt es? Treffen in der Bewegung. Eigentlich solltest du runterfallen. Da oben. Wie verdienen sie ihr Geld? Ich töte mutierte Dorfbewohner. Ich glaube, es ist auch wirklich so, dass je besser man die killt oder die spekuliere, desto mehr ist die Ausbeute an Piseten. Der ist zum Beispiel da wahrscheinlich in die Luft gesprungen, explodiert, deswegen hat er 5000 Peseten. Verdammt, der Tür! Was? Er zischelt da. Hui! Wo ist er hin? Die Kiste ist nicht explodiert. Das Fass ist nicht explodiert? Das sparen wir uns aber lieber.
glaube, das macht ziemlich viel, viel von Wässer weg. Was? Wo denn? Wo ist der? Ach, da! Ah. Das hätte wahrscheinlich wieder eine Indizierung gegeben, früher eigentlich, war wegen Ragdoll. Ja. Warum war Ragdoll eigentlich so schlimm? Wie die USK damals. Weil man mit den Leichen irgendwie herumspielen konnte, war es so? Von wegen rumpurzeln und so weiter, das ist menschenfeindlich. Oh, mutiert! Los, Trainer. Na, wie geht das durch das Holz? Der lebt noch? Und jetzt nicht mehr. Du hast das schon wieder gemacht. Ich schlag mich ins Gesicht. Ja. Und schon wieder. Das hat mir so angewöhnt, so nach Motto, ja, ich habe ich auf der Skischule gelernt, nach jedem Schuss nachladen. Bob. Ah, ich habe deine Freebies schon verloren. Ein Fehlerpunkt ist schon drin. Ach, ich dachte, er fällt ja rückwärts runter. Ist er gerade durch den Zaun geglitscht? Nein, Ditch. Was? Irgendwer zischelt hier wieder. Hinter dir. Ich weiß, das sind wohl, dass wir brauchen, um zurück zu öffnen. Da kommt eine brennende Dynamitstange noch. Die hat sich, glaube ich, gerade selbst gesprengt. Warte mal, ich hab einen Plan. Also, ich hab einfach klopft. Nachladen ist leer, also ist erlaubt eigentlich. Warum benutzt man die ganze Zeit? Ich weiß nicht, weil ich sie früher bei meinem letzten ersten Durchlauf nie benutzt und habe. Und nachgeladen. Alter. Und bei 10. Da oben ist irgendjemand. Irgendjemand steht da oben und labert mich voll. Ah. Wie eine nasse Windel gegen die Wand geklatscht. So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal da oben hin, damit wir wahrscheinlich die Sachen einsammeln können. Ich glaube... Oh, ach, das Fass hat wohl schon zerlegt. Was ist die denn da oben, glaube ich? Ah! Glaubst du, ich kann sie treffen, Eike? Ja... Ach, da ist ein bisschen Holz dazwischen. Idiot. Ja. Und? Der. Nein, es war leer. Der Hahn braucht. Nö, das war auf 10. War 10 von 14. Verdammt. Das machen wir so. Jedes Mal. Nee, was kann ich dann machen? Muss ja eigentlich Geld geben. Da haben wir schon vereinbart. Ja, genau. Bei 15. Oh, ich werde reich in diesem Spiel. Der kann ich mir doch Baijo holen. Ach so, meinst du das? Ich wollte eigentlich auf das Fach schießen. Ah! Oh. Hä? Die Fässer sind sehr stabil. Die wären was für. John McCrae. Wir haben gesagt, wir reden nicht mehr über diese Idioten. Kisten und Fässer von George McCrae. Komm. Ist mal jetzt gut jetzt. Ist die Auswahl an Peseten gut geworden dieses Mal? Ah, Rubin. Nein. Wie viele Schuss habe ich jetzt noch? 53, na gut, das reicht ja wohl.
Aber wie sagt man so schön? Resident Evil-Veteranen, die kämpfen auch nur mit dem Messer. Und ärgern sich dann, wenn sie am Ende das Spiel durchgespielt haben und feststellen, nicht wahr, Eike? Dass sie dann doch über 2,5 Stunden gespielt haben und alles wieder umsonst war. Ey! Ja? Hast du gesehen, wie sie springen? Ja. Ja. Oh. Wie ein nasser Sack. Okay, jetzt haben wir die Population des Ortes ein bisschen wieder mehr dezimiert, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann, warum, wie viele Leute wohnen denn hier in dieser Gegend? Aber hey, dasselbe habe ich mich auch schon bei Village gefragt, bei der Menge an, Werwölfen, auf die man da trifft, nicht wahr? Hey! Hi. Alter! Eike, siehst du das? Was? Ich habe ihr gerade den Arm abgeschossen, mit der, wo sie die Dynamitstange drin hatte, oder das Bündel. Hm. Ist explodiert und jetzt, ist sie noch die Hälfte einer Frau. Wer ist doch hier noch einer? Hä, wo kommt der denn her? Yes. Tschüss. Ja. Arschloch. Das ist die Actionfilm-Logik. Wenn irgendwo ein Abgrund oder ein tiefes Loch ist, muss immer irgendjemand runterfallen. Siehe auch Star Wars oder diverse andere Actionfilme. So, ich glaube, jetzt müssen wir ja. Können wir da auch noch was einsammeln? Ich glaube. Nee, es hat sie, glaube ich, fallen lassen. Ja, von hier kommen wir dann. Ja, dann geht's wieder zurück. Genau, müssen wir wieder zurück zum Händler. Hier geht's auch, glaube ich, gar nicht weiter in den Tal hier, genau. Welche Spiele hattest du eigentlich noch gehabt für GameCube, Eike? Twilight Princess, Wind Waker, Star Wars, irgendwas. Eternal Darkness, Senator's Requiem. Ja, das wird ja immer gesagt, ja, das wird dort mal ein zweiter Teil kommen, aber da kommt ja nie. Ist auch nicht schwer, weil die... Und das war's. Ja, weil die Macher ja pleite sind. Und ich habe etwas, was ich richtig gut finde, was ich richtig lustig finde. Ich habe ein Wind Waker, Ocarina of Time und Ocarina of Time Master Quest Cheat-Modul. Eine Cheat-CD. Ja, von wem hast du die? Die hat mir mein Vater geschenkt. Ach so? Ja. Ich dachte, ich hätte dir doch was geschenkt. Ich hab dir doch diese... Majora's Mask ist drauf das. Ist, genau. Die andere CD, die man eigentlich nicht verkaufen würde, die habe ich noch günstig bekommen in den Laden, den es nicht mehr gibt. Wo ich damals mein Praktikum gemacht habe, als hier Videospiel verkaufen, gebraucht und Ankauf und so weiter. Hat er was Neues? Ach ja, dieses Zweite Weltkriegs, Repetiergewehr. Genau, Unendlichkeitsraketenwerfer. Immer wieder muss er den erwähnen. Was, Unendlichkeitsraketenwerfer? Ja. Ist halt ein nices Ding. Kostet nur ein bisschen. So, wie war das nochmal? Einmal nach so drehen, dann mal... Nee, einmal so drehen, dann... Q, zweimal Q drücken, genau, und ja, rein. Und rein. Hält man sich dann natürlich die Frage, wie ist das immer auch schon bei anderen Resident Evil Spielen? Ja, oh, ich habe den Schlüssel zum Labor verloren. Ja, du musst dann die 2 Medaillons da einsetzen bei den Brunnen, um nach unten zu kommen, nicht wahr? Mhm. Aber okay, dann bis zur nächsten. Nicht hinterfragen. Bis ja, zur genau. nächsten Aufnahmesession. Jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's erstmal. Wir haben genug für heute erstmal. Es ist schon Mitternacht. Wirklich? Nee, ist es 11. Ist egal. Okay, kommt hin. Okay, dann müsst ihr schon schlafen gehen. Also Leute, bis dann. Das hat er jetzt selber gemacht, Eike. Er hat selbst nachgeladen. Das war nicht meine Schuld. Okay.